Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, Leute. Euer Xander ist wieder back am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video hier mit Hackerman gegen Commander. Ihr seht jetzt schon, nur noch 5 gegen 1. Und ja, ich bin gespannt, ob die 5 Commanders es wieder schaffen. Ich habe jetzt ein bisschen anders aufgestellt, was einfach nicht ganz cool aussieht. Ein bisschen dichter gepaart. Und jetzt, wo auch die 2 Commanders wechseln, müsst ihr immer vorstellen, es kommen immer weniger Einheiten sozusagen raus. Da finde ich es eigentlich nur fair, wenn man dann die so baut, dass es dann auch für die Commanders ja, ein Vorteil sind. Und ich finde auch, so sieht das am besten aus. Und so würde ich es halt auch aufstellen. Und ja, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Wer wird diesmal gewinnen? Hackerman und die Commanders. Ich glaube noch, die Commanders gewinnen. Bei 4 wird es interessant und bei 3 sind es so. Deswegen reden wir nicht lange. Gehen wir direkt rein ins Spiel. Ja, gucken wir die Hackerman zu und wieder gucken uns wieder die Armuschützen an, ne? Wie die halt runtergehen. Aber am Anfang bin ich gespannt, welche Truppen er sozusagen ausbildet. Inzwischen Commanders, 40.000 Gold. Ne? Hat jetzt natürlich 2 weniger, was natürlich schon wehtun kann. Ne? Ich meine, die beiden wurden ja immer so in Ruhe gelassen. Das heißt, ob das ein Vor- und Nachteil ist, dass der in der Mitte ist, keine Ahnung. Eine Verteidigung auf jeden Fall, aber was die Wirtschaftlichkeit angeht, vielleicht sogar nicht mal. Kann ich so nicht sagen. Und ja, ich bin gespannt, wie jetzt das halt ausgehen wird. Ob die 5 es schaffen oder ob der eine es schafft zu überleben. Beziehungsweise auch zu ziehen. Und hier nochmal das Overlay. Das habe ich wieder meine vergessen. Oh mein Gott. Was ist denn los mit mir, Mann? Warum vergesse ich jetzt in der letzten Zeit immer das Overlay? Naja, wird dazu. Hackerman fleißig am Rekrutieren, man sieht. Hat auch schon wieder gut an Armbrustschützen, ne? Ich sage am Anfang immer interessant, wann gehen die Armbrustschützen down. Finde ich auch irgendwie cool gemacht, dass man immer darauf achtet, so. Wann gehen die Armschützen down, wie gehen sie down und so weiter. Und ja, letztes Mal war ich überrascht, wie früh doch. Die haben sogar früher den Hackerman platt gemacht, als zu 7 waren von der Jahreszeit. Ja. Und ja, glaub, die brauchen jetzt auf jeden Fall länger. Ich meine, 2 weniger, das macht doch schon einen Unterschied auf jeden Fall aus. Entscheidend ist halt, wie viele Belagerungskette hier im Endeffekt stehen und halt auch draufballern können. Aber das werden wir alles sehen. Ich denke mal, der erste Angriff kann noch ein bisschen schneller gehen. Jetzt, ne, ich denke mal, wir wissen alle, wie der aufgebaut ist und so weiter. Und er kann jetzt halt verschwenden und ich warte jetzt auf den ersten Angriff vom guten Hackerman. Und er sieht ja, er spammt halt raus wie sonst was. Das machen die Commanders aber halt auch, weil die halt ja auch Waffen und alles haben. Am Anfang kaufen die sich ja alles. Und dann kommen wir schon die ersten Katapulte angefahren, die so ein bisschen gegen die Mauern donnern, die aber jetzt auch nicht so viel bringen, weil die Mauern ja instant nachgesetzt werden können for free, Hackerman. Ja. Die Burg kann leider nicht überall platziert werden, weil ausnahmsweise der Bergkrieg mit diesen Mauern zusammengesetzt wurde. Das kann zu Bugs führen, nur ganz kurz. Hinweis für euch, falls ihr den Hackerman verwenden wollt. Pass auf, anderen Karten, wie zum Beispiel der Grüne von Pila, funktioniert die Burg nämlich gar nicht. Nur kurz Hinweis. Das tut auf jeden Fall gut weh. Hat er kaum Verteidiger hier? Was ist denn los? Nein! Er hat kaum Verteidiger hier. Die beiden haben alle keine Verteidiger hier. Aua. Das tut weh. Bisschen aggressiver hier, Mr. Hackerman. Und kann gut Damage drücken. Auf allen 3 sogar, weil alle 3 keine Verteidiger haben. Warum haben die keinen Verteidiger hier? Verstehe ich so gar nicht aktuell. Aber gut. Teilt allen so ein bisschen Schaden halt aus, was irgendwie verkehrt ist. Aber ich glaube, mit dem Pechkram war es, denke ich, auch schon. Oh, 200er Tempo. Ich denke mal, das geht noch. Irgendwann kommt wieder der Moment, wo es halt nicht mehr geht. Sogar die Bogenschützen greifen die Mauern an. Ja, interessant. Also ich habe es auch nie gekriegt, die Bogenschützen irgendwie an die Mauern hacken zu lassen. Schreibt mal in die Kommentare, wie man das macht. Schreibt mal in die Kommentare, wie man hier mit dem Bogenschützen, wenn man die selber kontrolliert, gegen Mauern. Manchmal ist es doch ganz gut gebraucht, aber ich wusste halt nicht wie. Eine Botschaft, Herr. Gut, dass man es weiß. Die Streitkräfte des Meisters wurden besiegt. Sie werden ja, aber ich glaube, die kommen auf jeden Fall weiter als letzte Male. Also interessant, wie weit die jetzt doch schon kommt, der Erkennung im ersten Angriff. Sehr, sehr spannend. Das tat auf jeden Fall mehr wie als die anderen 2 Spiele. Das muss man denn lassen. So. Und wartet wieder, bis der erste Angriff ausgeführt von den Commanders, bevor ich den ersten Speed setze. Ich denke, das ist vollkommen legitim. Und ich muss jetzt gucken. 180 geht aktuell als Tempo. Guck mal, dass halt alles konstant halt läuft, weil wenn es halt nicht konstant läuft, dann gibt es irgendwie Probleme.
Und aber die Massen an Truppen machen sie halt auch aus. Und das sind nun mal drei KI, davon haben fünf KIs jeweils 150 Bevölkerung. Könnt ihr selber ausrechnen, wie viele das sind. Plus dann noch die ganzen Truppen hiervon. Das ist schon nicht wenig, was da an Truppen auf jeden Fall da ist. Und jetzt noch die ganzen arabischen, ganzen. Oh, jetzt kommt der erste Angriff hier schon vom Hackerman. Diesmal nicht der gelbe. Eine Botschaft, Herr. Interessant. Die Männer des Meisters werden eure diesmal Burg der orange. Der Tag zu Ende geht. Es gibt Verschiebungen. Warum denn das denn jetzt? Macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber gut, random Faktoren sind ja manchmal. Ja, ich denke mal, der erste Angriff ist jetzt noch nicht ganz so gefährlich vom. Mal ganz kurz mal drehen hier. Genau, da haben wir es. Ich glaube, das ist noch nicht W1. Arme Schütze ist jetzt verloren und die meisten Ritter sind, denke ich, schon weg. Kommt noch ein Briten vom Gelb. Ich denke mal, aber das war es schon ziemlich. Ja, langsam merkt man den Unterschied, dass nicht mehr so viele KIs da sind. Ja. Aber wir wollen den Tag nicht vom Arm lohnen. Das oder so nicht. Und ja, schreibt mir in die Kommentare. Wird der Eckermann es schaffen zu überleben? Oder nicht? Weiß es nicht. 5 hat er jetzt verloren. Yes! 5 Armbrustschützen. Geil! Und ich glaube, die ganzen Angriffe sind bis auf den Niederlanden alle bereits unterwegs, beziehungsweise verbucht oder halt greifen halt noch aktuell halt ab. Machen wir mal auf 100er Tempo. Aktuell ist es wieder mit so vielen Truppen und Einheiten besetzt, dass man halt 100er Tempo auch nutzen muss. Da bleibt die Dr. PC relativ konstant. Und 20 geht auch noch? Ne, 100. Oder? Und 20? Das heißt, es geht auch noch. Okay. Das liegt ja auch nur daran, weil jetzt so viele Einheiten tot sind. Also aktuell war der Angriff jetzt nicht ganz so erfolgreich. Und jetzt kommt der als Einzelangriff, der Pinke auch noch. Das ist die Sternenflotte. Ja, ich glaube, jetzt kann es auch anders ausgehen. Werden wir aber sehen. Spannend auf jeden Fall. Kaum Belaunsgelder konnten die aufstellen. Das ist ja das Entscheidende. Aber ich denke mal, das kommt mit den nächsten Angriffen dann. Und ich sehe schon, gleich kommen Hackerman wieder. Oh. Haben einen Armbrustschützen gekriegt. Wenn man das hochrechnet, viele Angriffe man braucht. 6 Armbrustschützen nach dem ersten Angriff. Eine Botschaft, Herr. Nicht gerade viel. Wir werden euch zeigen, was richtige Kriegsführung ist. Aber es deckt sich ja mit der Zeit. Das bedeutet, ja, wenn sozusagen mehr Armbrustschützen weg sind, dann wird der Mitch auch nicht so hoch. Alkohol und so weiter. Dann können mehr Gruppen und Verteidiger sein. Das ist sozusagen Domino-Effekt. Ja, ich denke mal, das war es auch schon. Jetzt gucken wir wieder mal dem Hackerman zu. So, habe ich ihn. Und er greift auch gerade an. Habe ich gerade richtig gedreht. Perfekt. Verliert wieder einiges an Truppen. Hat jetzt 330 schon an Briten. Und das mögen die Commanders nicht. Briten mögen die nicht so gerne. Eine Botschaft, Herr. Ja. Die Araber sind zu stark. Weich zurück, weich zurück. Auch hier kriegt er die Türme relativ easy platt. Also das ist doch relativ simpel, wie er die platt kriegt. Aber rennen die aber durchs Feuer? Warum macht ihr das? Oh Mann, ey. Ach, wenn die da steht, dann. Aha. Aber ich würde sagen, der Angriff ist vorbei, würde ich sagen. Speed up und dann sehen wir uns gleich wieder. Erster Angriff vom komplett Schwarz diesmal, also das switcht ja doch relativ interessant. So müsste er sein, genau, jetzt sieht wieder die Front. Eine Botschaft, Herr. Möchte dir kämpfen? Ich bin gespannt. Ich glaube, dass der zweite Angriff noch nicht so auf jeden Fall liegt.
Ein einziger Angreif macht das gar nichts. Ah ja, genau, Armee, da war ja was. Gucken wir uns wieder die Armee halt an. Sorry, ich wollte nicht reinklicken in die Minimap. Okay. Paar Truppen auf jeden Fall weniger. Ich glaube noch, bringt das alles. Das ist eher sozusagen ein Tropfen auf dem heißen Stein. Möchtet ihr kämpfen? Nun, dann seid die ihr zwei richtig. Können wehtun, die beiden Briten, ne? Der weiße, ach nee, der weiße, der schwarze Zahn, der hat ja schon angegriffen, sozusagen, also der ist Cäsar. Der Meister hat Verwendung für eine weitere Burg. Eure Burg. Aber sie fallen auf jeden Fall schon immer mehr. Und das ist ja das Entscheidende. Dass die Armbrustschützen immer mehr fallen. Aber ich glaube, der Kampf wird auf jeden Fall deutlich, deutlich anstrengender werden als die Kämpfe davor. Es sind jetzt erst 24 Bogenschützen, Armbrustschützen gefallen. Das ist nicht gerade viel, würde ich behaupten. Ne? Und die Truppen kommen auch gar nicht so richtig weit, wie sie vielleicht vorher kommen können. Und jetzt kommen auch mal ein paar Belagerungskriege, die auch mal nicht aufstehen. Aber das macht ja auch den großen Unterschied halt aus, aber ich bin gespannt. Oi. Das sieht auf jeden Fall trotzdem brutal aus. Es sind trotzdem viele Truppen, die hier stehen. Natürlich verhältnismäßig zu den anderen weniger, aber es sind immer noch sehr viele. 17, also jetzt schon bei 30. Das sind 32 exakt. So, haben noch nicht mal so ein kleines Tor. Erst ein kleines Tor haben sie besiegt. Haben sozusagen einen Daumen bekommen. Uiuiuiui. Wenigstens drei T-Böcke und hier noch so ein paar konnte wenigstens aufstellen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass er überhaupt eine Chance hat. Wenn die nämlich nicht aufstellen kann, ist GG. Dann muss er so viele Briten rausschicken, da kann er nur maximal 500 bauen. Denn auch 2500 stimmt auch wieder, ist auch genug. Ah, ist schon krass, was der hier an Truppen rausbammen kann hier, der Ackerman, bzw. die Commanders für diesen kurzen, relativ frühen Spielstatus. Aber ich würde sagen, diese Runde geht an Ackerman. Also nicht dieses am Spiel, sondern dieser Angriff. Jetzt kommt noch der Pinke, auf den habe ich auch gewartet. Und dann müsste Ackerman als nächstes schon kommen. Auch relativ gefährlich, weil dann natürlich der fast alle angegriffen haben. Oder es haben alle angegriffen und dann natürlich keine Truppen vorhanden sind. Und dass der Niederländer, mache ich mir jetzt etwas Sorgen. Was werden wir dann sehen? 35 Bogenschützen jetzt schon gefallen sind. Es ging ja immer zu Ende, wenn ein Turm gefallen ist. Dann hat sich das Blatt meistens gewendet, aber aktuell fällt hier kein Turm. Und die meisten sind noch im Angriff drinne. Und jetzt müsste Ackerman auch ausrücken, Ladies and Gentlemen. Also das ist ein Schlag-auf-Schlag-Kampf. Genau, drehen wir wieder ganz kurz um. Uiuiuiui. Krass, was hier an Truppen rauskommt. Und oh, der Pinke, der macht mir jetzt echt Sorgen. Den habe ich jetzt ein bisschen Sorge, weil ich glaube, wie viel Ackerman, wie viele Truppen hat der jetzt? Fast 500 Briten, denn das ist schon nicht wenig. Aber er rennt natürlich auf die zu. Trotzdem weiß ich nicht, ob das so viel was ausmacht. Ein bisschen. Aber es ist, glaube ich, eher, wie es aussah, richtig Aua. Er ist angstvoll. Er hat, ich will auch Angst haben, wenn so eine Masse an berittenen Munition zu kommen. Boah, es werden Truppen ankommen. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Doch so gut abgewehrt, weil der noch da war. Krass. Auch Ackerman hat das, denke ich, ganz gut abgewehrt. Ja. Knapp 40 Truppen erst runter. Ich denke, dass der Gelbe jetzt angreift, das genau. Ist wahre Macht. Ja, tut mir leid, wenn Speeder manchmal nur
ihn hier oder auf jemand anderes. Das uns funktioniert das gar nicht. Deswegen mache ich das. Aber jetzt sind es ja enorm schnell durch. Coole Musik und dann passt es, denke ich. Ja, ich glaube, dass der Angriff gut wehtun kann. Dieser Spruch, ey. Wieso hat das keiner in irgendeiner KI drin? Mann? Ich finde den Spruch so cool, aber anscheinend. Okay, gucken wir uns jetzt mal hier die Armee jetzt mal an. 704, 01. Ja. Also unter 700, okay. Aber aktuell ist noch nicht so viel Spannendes passiert. Jetzt kommen hier die nächsten Truppen. Das sind jetzt hier die Schwarzen von Julius Caesar und dann Darth Vader kommt jetzt ebenfalls dazu. Der Orangene, also ich selber, brauche anscheinend noch ein bisschen. Ist ein Lahmarsche hier gewesen anscheinend. Eieieiei. Der Meister hat Verwendung für eine weitere Burg. Eure Burg. Das sieht auf jeden Fall brutal aus. Eine Botschaft, Herr. Die Männer des Meisters werden eure Burg angreifen, ehe der Tag zu Ende geht. Kommen hier die ganzen berittenen Bogenschützen hier an und belagern ihn. Ja. Ach stimmt, die Briten schießen ja auch mit, habe ich auch vergessen. Das heißt, noch mehr Bogenschützen als sonst. Ich hoffe, er kann jetzt mal ein paar Belagerungsgeräte mal aufstellen, weil das ist ja das Entscheidende. Wenn er das nämlich nicht kann, ist das ein riesiges Problem. 692, also langsam fallen doch jetzt mehr als 50, fast 55 Einheiten sind schon mal weg. Das ist halt das Interessante, jetzt kann er nicht mehr nachrekrutieren und dann kam die KIs eine Chance. Vorher nicht das geringste. Nicht mal für eine Sekunde. Okay, der erste Triebhauptschuss ist gefallen, der zweite fällt. Eine Botschaft, Herr. Und der nächste kommt. Der nächste kommt. Es ist ja eine massive Belagerungsschlacht hier. Ah, ist schon krass hier. Also was hier alles aufgefahren wird an Truppen und Belagerungsgeräten. Müssen meist Edupiken und Berittenen und ganz viele Berittenen und Schwertkämpfer. Aber ich will gar nicht so viele. Frage mich auch, wie Hux jetzt auf die Idee kommt, so viele arabische Schwertkämpfer einzusetzen. Aber ist ja auch okay. Mal interessant. Da habe ich jetzt nichts gegen. Einfach auszubilden. Gut. Ah, gut, einfach auszubilden bei den Söldnerposten. Das ist schon einfach. Ja, stimmt. Ja. Echt cool das. Das ist schon echt cool. Das macht schon echt Spaß, jetzt hier zu schauen. Oh, der Bergkrieg wurde jetzt gut freigeschossen. Da sind die ganzen Armbrustschützen. Jetzt haben mich schon gefragt. Ich meine, die Ecken sind ja noch ganz befestigt. Und jetzt bin ich gespannt, wie viel Damage sie an die Türme drücken. Oh, wow. Wow. Das ist schon, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist schon wirklich mächtig. Aber aktuell geht es den Turm noch ziemlich, ziemlich gut. Also mächtig hier. Eieieiei. Das ist schon krass. Mann, nee. Ich weiß gar nicht, ich bin gerade so sprachlos, ey. Was ich weiß nicht, sagen soll. Also die ganzen Massen hier. Hier relativ krass ab. Ich glaube, der Turm fällt jetzt. Der Turm fällt. Oh nein, es ist soweit, dass der erste Turm fällt. Aber nicht von den Blauenskin, von den Piken. Von den Piken. Da nur noch 100, knapp unter 100. 99. Ah, und er ist gefallen. Oh nein. Nein. Eigentlich Waffen. Ich wollte Armee gucken. 668. Aber der Turm ist einmal gefallen. Das ist ja auch bitter. Eine Botschaft, Herr. Und jetzt hört man nicht auf. Es kommt noch eine Angriffsarmee von dem hier. Der ist ja auch ordentlich gar nicht gekommen. Aber ich glaube, noch passiert nicht so viel. 624, knapp unter 100. Es sind auf jeden Fall einige auf jeden Fall gefallen. Aua. Das ist schon krass, oder? Was rennen die denn nach vorne, die Armbrustschützen? Nein. Aber ich glaube, die Piken, die fallen einfach nur nieder. Ja, ich glaube, die machen nicht viel. Ja, ich denke mal, das war es auch schon mit dem Angriffen der vier hier. Ja, auch schon gut der Match gedrückt. Der fünfte kommt jetzt einfach als ja, Goodie oben drauf. Auch da habe ich wieder die Gefahr, wenn der kommt.
Huch, wo kam der denn jetzt her? Es war eine Mangel. Okay, hat eine Mangel ein Turmblatt gemacht. Warum eigentlich nicht? Ja, meine Sorge ist jetzt, wenn jetzt der Pinke jetzt kommt, der jetzt ja auch bald unterwegs ist. Eine Botschaft, Herr. Ah, geht nicht. Muss ich auf 100 stellen. Gut, weich ist okay. Zurück. 120 wenigstens. Ah, nicht ganz. 100, okay. Ja, und jetzt kommt noch der Pink. Ach, Lila, wie sag ich immer Pink? Mein Gott. Farben. Xander, Farben. Also ist das Leben halt. Jetzt können die wieder fleißig Truppen ausbilden, da bin ich auch schon fleißig mit dabei. Weil die können wunderbar wirtschaften, haben somit ihre Waffenkammer immer relativ voll. Aber ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen länger als der dritte Angriff. Ist, denke ich, aus meiner Erfahrung immer ein deutlich längeres Prozedere als die ersten beiden. So, jetzt kommt der. Wir warten noch auf den Hackerman und auf den Lilanen ab. Und dann geht es dann den nächsten Speeder. Da kommt er auch schon. Wenn er vom Teufel spricht, kommt er schon. Er hat jetzt schon über 100 Truppen verloren, geht doch etwas schneller, noch unter 1200 und hat auch schon einmal den Turm besiegt. Und das ging ja relativ schnell, wie so ein Domino-Day-Effekt. Möchtet ihr kämpfen? Nun, dann seid ihr hier richtig. Und macht auf jeden Fall Damage, aber nicht gegen die Armbeschützer, sondern eher gegen die arabischen, sehe ich gerade. Die Armbeschützer werden gerade ganz gut in Ruhe gelassen. Und jetzt kommt auch der Angriff hier vom Hackerman. Also können wir das switchen. Und das sind wie viele Truppen? 600. Oh, 629, 660 geritten. Denn, und sie laufen in die Pikenmasse einfach rum. Eine Botschaft. Nein. Warum sind die KIs immer so blöd? Guckt euch das an. Das ist nicht schön mit anzusehen. Aua. Nein. Die Piken sind doch viel stärker und haben sogar einen kurzen Angriff. Oh, nein, 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 nein. Alles weg. Ah, das war nicht schön mit anzusehen, nein. Warum stehen die hier hin? Ist ja auch interessant. Ja gut, ich denke mal, der Lilane hat das mehr als gut überstanden, weil halt die seine Armee draußen worden alles getankt hat. Ja gut, was soll ich dazu sagen, ne? Blöd gelaufen. Und die haben sie wieder fleißig am Rekrutieren. Weiter geht's. Hab mir was zu essen gemacht. Wenn halt den ganzen Tag aufnehmen, bis dann bloß irgendwann braucht man irgendwas zu essen. Und ja. Ja, wie wir sehen, der schwarze. Wo ist Julius Caesar? Ich glaube, ist Julius Caesar. Ja, da ist Julius Caesar. Der greift jetzt als erstes halt an. Hat auch schon wieder 1400 Truppen hier, Ackerman. Das kann natürlich ein. Ich glaube, hier ist nicht ganz so spaßig für die Commanders, 1400 Truppen da anzugreifen. Ja. Doch, schmeckt gut. Muss ich nochmal in die Pfanne hauen. Sehr gut. Kann noch kochen. Yes, geil. So. Zurück zum Kampf. Spaß. Ja, Leute, Essen ist ein menschliches Bedürfnis, okay? Und ich hatte lecker, das war so ein leckeres Hähnchenstück. Ich wollte das gerne probieren. Nun, dann seid ihr hier richtig. So, Julius Caesar, zeig mal, was du kannst. Greift hier auf jeden Fall an. Die anderen brauchen noch ein bisschen. Schade eigentlich. Ich hatte gehofft, dass die ein bisschen weiter sind, aber anscheinend wohl noch nicht ganz so. Und, ja, natürlich die Armutsschützen. Keine Chance hier. Obwohl, die sind jetzt hier. Die haben sich hier barrikadiert plötzlich, nach vorne gerückt. Warum auch immer. Naja gut. Ist da nicht die intelligenteste Entscheidung gewesen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich für den Vorteil für die Commanders. Aber man sieht schon, 5, da haben die schon ganz gut zu kämpfen mit. Die Commanders, da kommen die nicht so einfach durch wie beim letzten Mal. Was soll ja auch nicht sein. Ist ja auch nicht die Aufgabe von den Commanders, überall durchzubrechen. Doch kein Problem damit, dass die auch verlieren. So, das ist nicht Intention
meine Intention ist auch nicht überall zu gewinnen. Am Turnier habe ich ja auch nicht gewonnen. Weder beim 1 vs 1, weil ich Zweiter und beim zur Zeit bis zum Achtelfinale rausgeflogen, soweit ich weiß. Und im Viertel, eins von beiden war es. Im Viertel sogar. Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall bin ich nicht so weit gekommen, wie ich es gerne gehofft habe. Aber ist einfach so, das ist doch erfahrungswert. Darum geht es ja auch nicht zu gewinnen. Und ist nicht mein Ziel. Auch wenn das vielleicht manchmal so rüberkommt, dann ist meins aber eher auch Spaß so, ne? Mein Ziel ist einfach Spaß zu haben und euch ein schönes Entertainment zu bieten. Genau. Das greift mir auch an, und Leute. Der Schwarze opfert sich hier schon komplett. Und was macht ihr? Macht gar nichts. Hier ist eine Feuerliste, die. Ja, ich dachte, die macht wegen sowas, aber das war es dann auch schon. Jetzt müssten auch so langsam die anderen kommen. Ja, kannst du denn noch machen? Geht das? Wahrscheinlich. Okay, gerade läuft das alles doch sehr zäh und sehr langsam, weil so viele Truppen gerade da sind. Wir haben ja auch echt viele Truppen gerade, die ja hier sozusagen ein Pathfinding machen möchte. Es kommt ja noch der Gelbe gleich dazu. Ja, und deswegen, das ist halt, irgendwann kommt man halt an die Grenzen des Spiels. Und langsam ist der Kissen mit die Grenze auch erreicht. Aber gut, habt ihr mehr vom Angriff, so müsst ihr es sehen. Ja, Spannung pur, mehr von der Belagerung. Man hört sogar auch die Angriffsmusik ganz lang Belagerung. Hört man sonst ja echt gar nicht. Wenn man ganz genau hört. Aber ja. Jetzt gleich sagt der seine Angriffsnachricht, der Dark Raider hier. Schick mal deine Truppen hier rein. Eine Botschaft. Genau. Macht euch bereit zum Kampf. Wir werden euch zeigen, was richtige Kriegsführung ist. Auch schon einiges an Truppen hier. Also das ist nicht von schlechten Eltern. Aber ich habe Sorge, der ist angriffsbereit. Der rote Hackerman. Der gelbe kommt jetzt und der orange müsste jetzt noch kommen. Hier hinten. Ja. Ja, fünf Hackermans. Jo, wahrscheinlich. Keine KI würde jemals gegen 5 Hackermans klarkommen. Naja. Ich meine, 5 Commanders gegen ein Hackerman, das ist auf jeden Fall schon interessant. Eieieiei. Aber die Kegel ist nicht hin, Belagerungsräte aufzusperren, was ein riesiges Problem ist gerade. Und ohne das haben die keine Chance. Guck mal, das bleibt 615, 614, okay. Na, also jetzt sind einfach zu, kurz gefasst, es sind zu viele, es sind einfach zu viele. Oh, trotzdem krass, was hier an Truppen ankommt. Oh, 600. Es kommen ein paar Belagerungsgeräte. Hackerman müsste jetzt gleich aus. Hallo, ich habe auch noch ein bisschen Morph zu stacken. Rückt noch nicht aus. Aber ein Commander fehlt noch. Zwei fehlen noch. Er fehlt noch. Nee. Commander fehlt doch noch. Wo ist denn der jetzt? Da bin ich. Der Xander Zin Alpha fehlt noch. Aber es sind ein paar Belagerungsgeräte da. Und das ist, denke ich, die einzige Chance, wie sie ihn noch platt machen können. Anders wie geht es nicht. Da ist ein Turm gefallen. Sehr bitter, sehr bitter, sehr bitter. Uiuiuiui. Trotzdem unfassbar viele Truppen hier. Hat jetzt die nötige Zeit, um sich wieder neue Türme zu bauen, wenn er will, wenn er es kann. Wenn er das nötige Stein hat, hat er aktuell nicht, den müsste er sich kaufen. Aber durch seinen Kaufzyklus ununterbrochen Sachen, er verkauft ununterbrochen Bier. Schwierig. Ein, zwei Triebwerke gerade noch am Start. Etwas zu wenig, um wirklich Schaden anzurichten. Das war letztes Mal auf jeden Fall besser. Und noch mehr Berittene. Ob der letzte, der vorletzte Angriff, dann kommt noch der hier und dann sind alle Commanders wieder durch mit Angriffen. Eine Botschaft. Wir werden euch zeigen, was richtige Kriegsführung ist. Vielleicht bringen die ja etwas, die Zelte. Ich weiß es nicht. Office aber. Na, sonst sieht es langsam nicht mehr gut aus. Weil wenn einer Commander fällt, ist das wie so ein Domino-Effekt. Ich befürchte, dann wird es sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Eine Botschaft. Die Araber sind zu stark. Weicht zurück. Eieieiei. Wie viele hier drauf gehen an Briten werden. Es ist unfassbar. Und dann dieser positive, negative Angstfaktor. Es ist einfach nur. Es
ziemlich extrem. Aber sonst will ich es nicht machen. Wir suchen ja die Extreme, ne? Ist ja klar. Okay, die Piken deffen jetzt. Jetzt kann der Orangene mal ein paar Belagerungsgeräte aufstellen. Ich hoffe, es sind auch ein paar Trieberköpfe mit dabei. Schade, zwei sind mit dabei, das ist schon mal gut. Schade, dass er das nicht aufstellen konnte. War fehlt ein Baumeister. Wurde wahrscheinlich schon abgeschossen. 585. Es ist eine. Also es sind ja noch so viele Truppen im Background. Der kommt gleich auch noch dazu, wenn er da mal voll ist, aber es dauert, denke ich, noch eine gewisse Zeit. Ah, jetzt kommt der Hackerman raus. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine coole Idee ist, seine Briten einfach in die Arme der Piken reinzulaufen. Warum mit seinen 1500 Truppen glückt sind wahrscheinlich absolut gar nicht. Jetzt steht er wieder zurück. Okay, glückt ihn vielleicht doch schon ein bisschen mehr. Krass. Hätte ich schneller machen? Nö, ändert sich nichts dran. Schade eigentlich. Warte drauf. Eine Botschaft, Herr. Die Araber sind er gibt stark. Auf. Blaue. Weich zurück. Der Orange ist jetzt hier der letzte Angriff. Ich glaube, der geht auch ins Leere. Na? Ja, er geht ziemlich ins Leere. Bin mir sehr sicher sogar. Eine Botschaft, Herr. Na, deswegen würde ich mich schon mal drehen und mich bereitstellen für den roten Hackerman-Angriff.